willkommen zurück bei Skyrim. Ja, Delvin, nein, Delvins Bruder, wir dürfen und durften. Alter, das fängt ja gut an. Also, wir sind gerade im Haus von Delvins Bruder hier auf Solzheim. Da wir für ihn was besorgt haben, durften wir uns in seinem Keller mal ein wenig umschauen. Ein paar Sachen habe ich liegen lassen, ja. Ich will jetzt gucken, ob es muss eine Möglichkeit geben, hier irgendwie ein Haus zu kaufen, hoffe ich. Deswegen werde ich nochmal mit denen hier reden. Hallo. Kann ich euch helfen? Das hoffe ich. Ob ihr zu Besuch hier seid oder um zu bleiben, unsere Bürger werden euch mit offenen Armen aufnehmen. Okay, ist jetzt auch gerade wahrscheinlich wieder. Ja. Oder 8, Moment. Okay, falsche Uhrzeit. Warten wir mal kurz, bis es morgens ist. Ja, da ist er. Ihr habt Rabenfels vom Verderben. Ich bin so froh, dass ihr die Ebenerzminen wieder geöffnet habt. Ihr habt Licht in die Dunkelheit gebracht. Man sollte meinen, seit die Mine wieder in Betrieb ist, ist ja alles in Butter. Aber alles, was ich sehe, ist ein neues Sicherheitsproblem. Mein neuer Tagesbefehl lautet, für die Sicherheit des Ebenerztransports von der Mine zu den Umschlagplätzen zu sorgen. Und da Solstheim vor Plünderern und weiß Azura, was sonst noch alles nur so wimmelt, kann ich keine Angriffe auf Rabenfels riskieren. Ich weiß, die Hilfe zu schätzen, die uns zuteil werden lasst. Eure Bemühungen in Rabenfels haben meinen Mann neu gestärkt. Gut, gibt's wohl aktuell irgendwie. Das Besetzen verlassener Häuser ist verboten. Ja, mein Tempel. Seid ihr hier, um zu beten? Oder unserem Ahnengrab euren Respekt zu erweisen? Sind die Angriffe? Dort begraben wir unsere Toten. Es sind heilige Stätten, mit denen wir ihr Dahinscheiden ehren. Leider konnten wir das Ahnengrab unter dem Tempel in letzter Zeit nicht benutzen, also mussten wir die Überreste an anderen Orten bestatten. Warum? Wegen der verfluchten Aschenbrut, diesen Abscheulichkeiten, die sich aus der Asche unserer Ahnen erhoben haben. Sie beschmutzen das Andenken an unsere Vorväter, indem sie ihre sterblichen Überreste entehren. Hab Dank, Fremdling. Das wäre wirklich sehr freundlich. Hier. Mit diesem Schlüssel sollte sich dessen Tür öffnen lassen. Ja, super. Seid vorsichtig. Warum lassen wir uns eigentlich immer wieder auf so Mist ein? Die Aschenbrut sind seelenlose Wesen, die kein Mitleid kennen. Naja. Hallo? Ihr mögt alle getäuscht haben, aber ich weiß, was ihr hier wollt. Das Gold lockt euch wie ein Kadaver eine Ratte anlockt. Hä? Ungläubige sind hier nicht willkommen. Na gut, gucken wir mal, was hier passiert. Da läuft schon was rum. Schrei.
Hi, hi, hi. Wisst ihr was, Leute? Ich habe eine Idee. Aber habt ihr es funktioniert? Natürlich. Beweg dich doch! Toll. Thank you.
Es kann so einfach sein, Leute. Es kann so einfach sein. Perfekt. Ihr ehrt das Regenerat mit euren Taten. Das wird nicht vergessen werden. Die Geister seien gepriesen. Ich hoffe, diese Abscheulichkeiten haben euch nicht zu sehr geplagt. Bitte, nehmt dies als Zeichen meines Dankes. 1000. Ja, okay. Huch, das wollte ich nicht. Mögen Azura, Mephala und Boetia euch leiten. Hoffen was. Ich bin auch auf der Suche, ob mir hier irgendwer ein Haus oder so verkauft. Habt ihr euch verlaufen? Hallo? Es ist immer eine Freude, einen Mann wie euch vorbeilaufen zu sehen. Die wohnt hier? Ganz schön groß, ne? Als rumhängt. Das kann auch kein Zufall sein. Ich wette, man kann. Zu lange fort. Was? Ich wette, man kann das hier irgendwie irgendwann kaufen. So wie es aussieht. Sicherheit. So. Was ist hier? Scheinbar nicht. In der Mine gibt es viel zu tun, wenn ihr noch arbeitet. Was ist denn jetzt los? Gibt es jetzt wieder keine Questpfeile mehr? Doch, das Ding gibt es nicht. Aber bei den anderen nicht. Wenn ihr von diesem Felsen zurück aufs Festland wollt, ist Jarlund eure einzige Option. Der Tempel von Mira. Okay. Kehre. Hier gibt es wieder Gipsen. Muss man es so irgendwie finden. Sie haben doch gesagt, irgendwo im Norden gäbe es noch ein anderes Dorf. Mal gucken, ob wir das finden. Schauen, ob wir da was finden. Das gehen wir nach Osten. Ja, Richtung Norden. Mal schauen. Hier ist wieder der Berg. Da soll ja noch rumlatschen. Wahrscheinlich da. Das sieht doch. Wo ist die Frage? Sind die
Key. Aber jetzt gehen wir nach Osten. Hier sollte auch noch was sein. Ich will in den Norden. Da soll es ja irgendwo. Und hier sind wir gleich da. Ne? Ja, okay. Ja, das muss dann da sein. Dann, was ist das denn hier? Was war das? Das ist ein Plünderer. Die haben es gesehen. Die haben uns gesehen. Läuft, will ich mal sagen. Puh, na gut. Freunde, ich werde den Part mal ein bisschen früher beenden jetzt. Weil wir hier gerade glaube ich, nichts mehr machen können. Wir gucken mal kurz, was das hinten für ein Tempel ist. Hier in seinem... Den Sie vergessen haben. Hier schuften wir. Auf dass wir uns erinnern. Hä? Des Nachts holen wir uns wieder. Was bei Tage gestohlen wurde. Was ist das? Von mir? So. Okay. Faszinierend. Durch die Berührung des Steins. Ihr scheint im Effekt durch Einsatz eurer Willenskraft widerstehen zu können. Faszinierend. Ich würde den Stein an eurer Stelle nicht noch einmal berühren. Ein wiederholter Kontakt könnte... Es sei denn, natürlich, ihr könntet mir bei meinen Nachforschungen behilflich sein. Euch zu beobachten, könnte sehr aufschlussreich sein. Okay, was genau willst du? Ihr dort. Ihr scheint euch nicht im gleichen Zustand wie die anderen hier zu befinden. Sehr interessant. Darf ich fragen, was genau ihr hier tut? Ich suche Mira. Mira Ark. Klingt irgendwie vertraut, aber ich weiß nicht recht, woher. Oh, wartet, ich erinnere mich. Aber es ergibt nicht viel Sinn. Mira Ark ist schon seit Tausenden von Jahren tot. Ich bin mir nicht sicher, aber es ist faszinierend, oder? Vielleicht hat es etwas mit den Geschehnissen hier zu tun. Äußerst unerwartet. Ich fürchte, ich kann euch keine Antworten geben. Aber in der Mitte der Insel gibt es Ruinen eines uralten Tempels Mira Arks. An eurer Stelle würde ich doch suchen. Ganz eindeutig bauen sie etwas. Und doch scheinen sie nicht viele Worte darüber zu verlieren. Ich interessiere mich sehr dafür, was passiert, wenn sie fertig sind. Das war's. Gucken, was passiert. Speicher mal. Sagt er noch mal was? Das erscheint mir äußerst unwachsam. Okay. Hier holst du wieder. Ich frage mich, wie lange dieser Effekt wohl anhält. Möglicherweise bleibt er eins schlagen. Das wäre äußerst schade. Ihr wart eine interessante Ausnahme dieses ansonsten jeden betreffenden Phänomens. Die Asche des Roten Berges steckt voller Geheimnisse. Na gut. Unsere Augen waren einst geblendet. Lassen wir den Blödsinn.
So, Freunde, das das soll es dann für heute gewesen sein. Wir bleiben mal hier unten bei den ganzen Schiffen. So, schwupp. Ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir hier weiter. Na, bist du nass? Also, bis dann und ciao.